herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ich bin immer noch im Rollstuhl unterwegs, ne? Bein liegt oben. Alter, das geht ganz schön in die Arme. Oh, Eier sind da. Zum Glück ist ja alles eben. Habe ich damit kein Problem. So. Da kommen die Brötchen. Hallo. 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 Guten Tag, die Herren. Servus! Volker, ich hab dir da ein paar Brötchen mitgebracht. Ja, supi. Wo wollen die denn hin? Ich stell sie von zum Bier. Alles klar. Ich komm auch gleich, bin auf dem Weg. Machen wir ein Wettrennen? Ich habe auch vier Räder. Hätte auch vier Räder. Und zwei kleine und zwei große, wa? Ja, du könntest mal schieben. Alles klar. Ach, Alter. Ja, komm. Ey, nicht so schnell, nicht so schnell. Ey, ich schieb doch langsam. Hallo. Oh. Alter, habt ihr gesehen, wie schnell der mich geschoben hat? Danke dir. Damit du wenigstens eine Chance beim Rennen hattest. Sei doch froh. Ah, das beste Bier, was es hier gibt, du. Wo ist denn eigentlich, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Fleisch? Wo ist denn das Fleisch? Oh. Ich dachte, das holst du. Nee, das sollte ja der Jäger holen. Nee, das hat er nicht gecheckt. Der hat beim Metzger welche geholt, aber nicht beim Fleischer. Boah, ist das... Ja, beim Fleischer und nicht beim Metzger, so rum. Boah, ist das eine Pflaume. Oh Mist, da passe ich nicht durch. Jetzt mal eben. Du hattest dein Auto um. Oh. Aufpassen! Die Macke, die war da schon, oder? Ja. Okay. Herr Neumann, wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Das freut mich. Können Sie mir mal gerade ein Bier reichen? Weiß nicht, wie das vonstatten geht. Herr Blaubeer. Ich habe gehört, Sie haben einen Unfall gehabt. Ich bringe Ihnen nach dem Fest noch den LKW rum. Schön noch beim Sägewerk. Ein Bierchen schadet doch nicht. Ja, da müssen wir aber mal gucken. Da muss ich erstmal mit dem Gemeinderat noch quatschen, weil wir sind am Überlegen, die großen Servicewartungen eigentlich an den Fahrli abzugeben. Ja, ja, schon richtig. Weil der Herr Rasix momentan ja immer sehr verhindert ist. Ja. Haben Sie vielleicht ein bisschen Butter unter der Füße oder warum rutschen Sie weg? Ja, das ist so schmierig hier auf dem Hof, ne? Olka, hast du hier Öl ausgelegt? Nee, das war deine Schleimspur. Witzig. Neumann. Dann komm da rüber, gib mir mal ein Fläschchen. Der Volker hat Durst. Ja, ich hab Durst. Ich hab den ganzen Tag noch nichts getrunken. Hol dir selber, ich hab nichts damit zu tun. Kann man eine aufmachen? Jo, hier, warte. Oh, sorry. Oh. Aua. Oh, ja. Immer auf den Finger. Danke. Ach, Mensch. Herr Blaubeer. Boah. Ja. Moment.
Na komm, ich nehme auch eins. Ja, bedient euch. Weil ich muss noch fahren. Ja, der. Ah, da hinten die Kiste, die ist alkoholfrei. Ah. Ja, ja, das ist mein Bier, das ist perfekt. Ey. Uiuiui. Uiuiui. Ui. Boah, schmeckt das Bier geil. Schmeckt gut. Ah. Bestes Bier. Einfach bestes Bier, ich sag's ja. Ja, ja, schon. Aber wo sind denn jetzt eigentlich die anderen? Der Herr Krüger ist gerade angekommen, der Herr Müller kommt noch, aber der Jäger jetzt auf einmal hin ist, keine Ahnung. Da hinten kommt noch ein Autochen. Ja, das ist der Herr Müller. Der von seiner Schulung wieder zurück ist. Das hat er vom Händler geliehen. Guten Abend zusammen. Selber. Guten Tag. Hallo. Was ist denn hier für eine Versammlung? Nehmen Sie sich erstmal ein Bier. Das ist mein Bier, also nur Gutes erzählen. Original Grünfelder Pilz. Ja, nachher. Produziert. Volker, ich wollte Sie fragen, ob Sie jetzt noch Ding Holzscheine verladen müssen oder nicht? Moment. Soll ich ihm das aus? Ja? Wie schaut's denn aus mit dem Holz? Der LKW muss erstmal leer gemacht werden und dann müsste der mal erstmal in die Reparatur, nachdem du dich damit auf die Seite gelegt hast. Aber dann können wir gleich eine neue Lackierung drauf machen. Das ist schon richtig, so dieses Grün mit deinem Fahrschulschild oben drauf, ne? Genau. Hallo. Dann wird Baumstämme verladen wahrscheinlich erstmal ausfallen. Du hast doch noch eine Dolly, oder nicht? Stimmt, die steht im Wald. Aber ich glaube, dafür müsste auch erstmal der Anhänger an die Reparatur, weil die, wie heißen die Dinger jetzt nochmal? Die Träger an der Seite sind auch verbogen. Ja, das ist ein Forstanhänger, ist ja normal. Ja, schon richtig, aber nicht, dass Herr Müller, so wie geht's nach innen Ihnen? Umgebogen sind. Herr Müller? Bitte? Was? Herr Müller? Ja? Wie geht's Ihnen? Hallo? Dir? Ich hab's schon mitbekommen. Ja, das Bein hier, was hochliegt, das steht da nicht umsonst da oben. Ja. Wie geht's soweit? Ja, es geht nicht, ich rolle. Das ist mir schon klar. Der Rollstuhl läuft. Geht's ja soweit. Will noch jemand einen Bonbon? Weißt du warum? Das Bier und die Schmerzmittel, die vertragen sich halt gut. Aber wehe, es sagt es dem Gottes. Ich sag's euch. Ja, Müller, bedien dich. Nimm dir auch ein Bierchen raus. Fällt dich gleich auf die Palette. Mann. Der hat's nötig. aber Herr Grüger. Ja? Wir hätten auch noch was anderes zu tun. Glaube ich. Ja, was oder Diesel, wie schaut's aus mit der Ernte? Ich hab, bevor du mich angerufen hast, gerade erstmal die vierte Bahn fast zu Ende gefahren. Ja, das wäre nämlich noch so ein Thema. Also wir hätten noch ein Feld, was unbedingt geerntet werden müsste. Okay. Und da müssen wir auch wieder alle neu ansehen. Ja. Was wären da drauf, wenn ich fragen darf? Dinkel, glaube ich, oder? Ja, Dinkel. Dinkel. Ja, das ist kein Problem. Welches Feld wären das? 127. Ja. Okay. Also Pachtfeld. Also, liebe Leute, ich würde euch. Wo ist denn jetzt der Polizist hier? Der kommt, glaube ich, noch. Keine Ahnung. Ja, egal. Der hat schon die Poltergabel gefunden. Dann kann man. Zeige ich Ihnen trotzdem mal den Hof. Folgen Sie mir unauffällig. Ja, wenn mal einer schieben würde, wird es schneller gehen. Den mach du. Nicht alle auf einmal. Das ist dein Chefe. Ey, Stefan kann auch schieben, ist auch sein Chefe. Du stehst aber vorne, du stehst näher an ihn dran. Ey, komm ab, ich hab den letzte Woche aus dem LKW rausgeholt. Aber nicht so viel. Ihr könnt ihn ja auch beide schieben, einer rechts, einer links. Ach, da kommt die Polente. Oh Gott. Ah. Wo denn? Na hier. Oh, ey, wo fährt der hin? Volker. Immer durch die Büsche. Ist das so gewollt, dass das Tor offen ist, sodass die Hühner rausgehen können? Die sind gut erzogen. Ah, okay. Aber könntest du auch mal gerade zumachen? Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ah ja, was der Volker wieder angestellt hat, ey. Ich komme da nicht so richtig dran. Kann mal einer aufmachen? Danke.
Also hier sehen Sie einen Teil von den Biohühnern. Hallo, Herr Jäger. Ist ja auch endlich wieder da. Ja. Es sind ein paar Biohühner. Hochwertige Eier gibt es hier zu kaufen. Ich denke, der Herr Blaubeer kann da schon... Wo sind sie denn? Hier bin ich. Ja. Ja. Der kann da schon eine gute Auskunft drüber geben, ob die Eier qualitativ hochwertig sind oder nicht. Ja, doch, das sind sie. So bis jetzt. Weil die armen Hühner, die müssen auf Kies laufen. Hühner sind wirklich echt gut erzogen, die lassen sich sogar streicheln. Ja. Volker, vor dem Schwarzen würde ich aber aufpassen. Ja, können wir nachher auch ein, zwei drauf machen. Hab so ein paar alte Zähne. Boah, geil, Chicken Wings. So, macht einer zu. So, ja, am besten nimmt Stefan noch eins. Okay, ja. Bleib mal. Komm raus. So, hier hinten hätte ich viele Möglichkeiten zum Unterstellen von Fahrzeugen. Allerdings sind wir leider noch nicht so weit. Ich muss echt sagen, nach eineinhalb Jahren, knapp zwei Jahren. Nee, oder? Wie lange? Ein Jahr. Wie lange bin ich jetzt schon Bauer? Ja, eineinhalb. Ein Jahr. Ja, hätte ich mir das eigentlich ein bisschen mehr vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei den Maschinenpreisen heutzutage, Volker? Stimmt, da müssten die Händler mal entgegenkommen. Ja, also ja, perfekt. Am besten, dass wir noch draufzahlen, ne? Ja, nein, aber es gibt keine Angebote, wisst ihr? Also wenigstens so ein paar Maschinchen mal ein bisschen Angebote machen. Anbaugeräte, die mal ins Angebot kommen oder so. Ja, oder Subventionen von der Gemeinde. Also müssen wir doch irgendwann mal Gemeinderat, den gibt's gar nicht mehr. Zu meiner Zeit war das noch anders, ne? Ob's besser war, reden wir mal nicht drüber. Noemi. Ja. Jetzt gibt's auf die Nase. Oh. Wenn ich könnte, würde ich dir über den Fuß rollen. Ja, ey. Da bist du auch zu langsam für. Ey. Ja, das ist halt das Problem. Also, wie gesagt, ich hätte hier einen Haufen Unterstellmöglichkeiten. Mal gucken, vielleicht werde ich in den... Könnt ihr mal vor mir laufen? Das ist so unbequem hier. Aber kein Geld für Maschinen. Also Marlon, wissen wir, wo wir unsere Maschinen parken können, ne? Ja. Ja, moin. Ja, gerne. Miete 2 Euro pro Stunde. Ja. Sag mal, Volker, warum hast du den alten Mischstreuer, den du sowieso nicht gebrauchst? Ach du Kacke. Hinten die Streuinstrumente sind weg. Hilfe. Ja, der ist halt alt. Der ist nur ein Überbleibsel. Ja, dann musst du halt neu bestellen. Bei eBay Kleinanzeigen oder so. Ja, 20 Euro für rostige Dinger. Oh. Ja, und dann machst du die halt fertig. Also ich würde gerne ein bisschen mehr expandieren, aber ich komme gerade halt nicht so schnell voran, wie ihr es sehen könnt. Ja. Charlie? Ja? Wäre doch perfekt für deinen MB-Truck. Was? Was heißt Schrott? Nein, das bleibt hier stehen. Das ist von meinem... Schrott. Da kann das ist doch genauso wie bei Herrn Müller, der hat da auch tausende Schrottautos oben rumstehen. Ja. Muss restauriert werden. Ja, ist halt so, braucht ein bisschen Liebe, mehr nicht. Blumenbeet rein, gutes. Das wäre eine Idee. Ja, das ist auch ja. Also hier rechts in den blauen Tank seht ihr noch. Also wie gesagt, ich habe hier zwei Ställe. Im Moment habe ich 120 Hühner. Volker, sag mal, kommen die Eier jetzt auf Paletten direkt? Ja, ist viel besser. Wow, cool. Die kleinen Kartons, die waren viel zu aufwendig zum Verladen. Hast aber auch gut auf Überwachung gesetzt. Deshalb, ja klar. Deshalb habe ich mir so Gitterboxen bestellt. Die der Volker noch wahrscheinlich aufs Schloss setzen kann. Ich hätte auch wieder 12.000 Eier vorrätig, wenn ihr jemand braucht. Ja. Das wäre eher was für ein Blaubeer, ne? Was wäre für mich? 12.000 Eier. Davon kannst du eine Menge Brötchen backen. Vor allem mit Eiern Brötchen backen. Viel Kuchen meinst du? Ja, Kuchen. So, da vorne hätten wir, da können Sie rechts noch den Pflanzenschutztank sehen. Handys aus. Und links den Dünger. Was ist links? Ich weiß gar nicht mehr. Dünger war Dünger, ja.
Hier ist Flüssigdünger. Ah, Flüssigdünger ja. Und Feststoffdünger, genau, Mineraldünger. Feststoffdünger. Ja. Nur 4000 Liter. Habe ich noch was drin? Ja, 4000. Ich glaube, ich brauche eine Brille, ich sehe nicht, was da hinten drauf steht. Ja, so ein die Sonne blendet ein bisschen. Ach so. Schade, dass hier kein Berg ist, dann würde er runterrollen. Oha. Naomi, ich lade dich gleich wieder aus. Ich bin weg, ne? Wenn du mich mal einkaufen mit. Willst ein paar Eier mitnehmen? Nee. Gut. Kannst du mir mal noch ein Bier holen? Ich renn schon. Und du bleibst schon hier. Obwohl, wir könnten die kaufen und dann einfach irgendjemanden ins Obwohl, Volker, ich glaube, die Wirkung, die dürft jetzt so langsam nachlassen, da darfst du auch wieder einen heben. Ja, ich habe ja vorhin schon eins getrunken. Das ist ein Da hätte man noch eine Werkstatt und mein Silo. Schick. Hier, Volker, und ich mach's mal rauf. Danke. Bitteschön. Und der gute Kärcher hier. Ja. So, muss mal aber noch einen Techniker kommen lassen, weil die Silo-Anzeige, die spinnt irgendwie noch. Und Volker, was sagst du zu unserem Bier? Bier ist supi. Ja. Ich kann gleich noch eins trinken. Ja gut, aber ich fahr den auch mal bitte. Jo, Herr Krüger, ja? Was sind Sie denn? Wenn Sie wollen, können Sie gleich aufs Feld, da steht schon ein Drescher parat, da können Sie gleich loslegen. Und Anhänger steht da auch. Ja, okay, machen wir so. Der Herr Dings da kommt später und entlädt den Anhänger. Gut, okay, weiß ich Bescheid, danke, oder ciao. Einer von beiden, tschüss. Jo, Müller. Müller? Er rennt da hinten an der Werkstatt. Ach da, oh. Bin verwirrt. Du, was machst du gerade? Ich muss jetzt auch mal gucken. Was, gut, dann guck mal, ich guck auch mal kurz. Brauchen. So, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Kleine Hofrunde ist absolviert. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.